Am 17. September ist World Cleanup Day, zu Deutsch Weltaufräumtag. Auch Reutlingen ist dabei. Die Stadt nutzt den Tag aber auch als Startschuss für eine größere Kampagne zum Thema Sauberkeit. Was alles am World Cleanup Day selbst und darüber hinaus geplant ist, sehen Sie jetzt. Viele laufen durch Reutlingen und nehmen sie schon gar nicht mehr wahr. Die ganzen beklebten Laternenmasten. Doch nicht nur die fallen Bebbern und Graffiti zum Opfer. Auch Verkehrsschilder, private Gebäude, Sitzgelegenheiten oder Hinweisschilder bleiben nicht verschont. Also es ist ja kein Problem, was nur Reutlingen betrifft, sondern eigentlich alle größeren Städte zu verzeichnen haben. Wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass tatsächlich das wilde Plakatieren, das wilde Aufkleben, auch das Beschmieren zugenommen hat. Und da wollen wir was dagegen tun. Der World Cleanup Day am Samstag soll der Startschuss sein, um das Thema Sauberkeit in die Stadtgesellschaft zu bringen. Um 10 Uhr geht's los. Vorführungen im Bürgerpark werden zeigen, wie aufwendig es ist, solche Schmierereien und Aufkleber zu entfernen. Je nachdem, wie arg die kleben oder wie sie besprüht sind, müssen wir mit Trockeneis rangehen, mit Chemikalien. Und das heißt, die Oberfläche spielt da eine große Rolle. Also wir brauchen, um so eine Laterne sauber und gründlich reinigen zu können, über eine Stunde. Und da ist natürlich ein großer Aufwand und auch hohe Kosten. Da rechnen wir so 200 bis 300 Euro pro Laterne, bis wir die sauber gereinigt haben. Infotafeln werden am Samstag aufgestellt, die über das Thema aufklären. Denn die Entfernung von Aufklebern ist nicht nur teuer und aufwendig, sondern auch nicht gut fürs Klima. Trockeneis ist festes Kohlenstoffdioxid, hat somit einen schlechten CO2-Fußabdruck. Damit das künftig verhindert werden kann, auch über den World Cleanup Day hinaus, wird verstärkt mit den Interessensgruppen gearbeitet und gesprochen. Wie das funktioniert, erklärt der Leiter des Ordnungsamts Albert Keppler. Wir haben uns angeschaut, was gesprayt, gemalt, geklebt wird in der Stadt und habe da bestimmte Verursachergruppe identifiziert mit bestimmten Marktanteilen. Wir haben zum Beispiel festgestellt, ungefähr 30% der Kleber stammen allein aus der Klimabewegung. Und wir meinen, dass es dem Anliegen der Klimabewegung mehr genützt ist, wenn man anders wirbt. Nach einem Termin im Jugendgemeinderat, in dem ebenfalls Mitglieder der Klimabewegung sitzen, kann die Stadt bereits einen kleinen Erfolg verbuchen. Die neuesten Plakate der Klimabewegung wurden jetzt mit Tesa angeklebt. Der Jugendgemeinderat hat außerdem noch eine weitere Idee gehabt. Eine sogenannte Bebberwand. Die Wand wird am Samstag um 11.30 Uhr bei der Skateanlage im Bürgerpark offiziell eingeweiht.